Und go. So. Ich komme immer noch nicht ganz dahinter. Manchmal kriegt man ja so mehrere Münzen. Vielleicht kommt das, hängt es darauf an, wie viel Gegner man eben in dem Moment gemacht hat. Wie viel Kills man gemacht hat. Bist du da durch, BB8? Boah. Läuft, würde ich mal sagen. So. Dann geht mal wieder alles mitgenommen, was es gibt. Okay, BB-8 kommt da angeblich durch. Ist auch sehr schlau, einen Droiden, den die suchen, vorzuschicken. Und sofort dahin, wo das Geld geflackert hat. Schade, haben wir nicht mehr bekommen. Und Spannung. Spannung, Spannung, Spannung. Sehr schön. Wamm. Das dürfte gleich kaputt gehen, oder? Los, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Ah, okay, Münzen. So. So. Überall die Leben, das gefällt mir, das gefällt mir. Und ran. Okay, das war nice. Sehr schön. Wie komme ich jetzt mit Poe hier hoch? Nee, Poe. Sag aber Poe, Mensch. Das Geist ist verwirrt, so viel wie ich gespielt habe. Wie gesagt, immer noch hart am Vorproduzieren. Ah, damit, okay. Wollen wir mal was für Poe? Wie gesagt, immer noch hart am Vorproduzieren, wegen Ferien und so, wegen Urlaub. Muss natürlich immer jeden Tag schön ins Star Wars Video kommen. Mit der Zeit, funktioniert's ganz gut. Muss mir halt nur ein bisschen anstrengen, dass ich das wirklich kontinuierlich durchziehe, mit den täglich mehrere Stunden aufnehmen und, täglich, mehrere Stunden schneiden und täglich, nachts über dann auch hochladen. Ja, so war das. Sehr schön. Das brauchen wir auch noch. Das kriegen wir wahrscheinlich. Da muss sie wahrscheinlich wieder mal werfen. So. Und. Zack, so. Sehr schön. Haben wir wieder hier ordentlich gerattert hat. Komm. Sehr schön. Da kriegen wir die Teile, die wir brauchen, um was zu bauen. Und was bauen wir? Haben wir wieder was für BB-8 hier so. Ein Sprungturm. Sehr schön. So. Sehr schön. Siehst du was auf deiner Seite? Ah, sehr schön. So kriegen wir es dann noch gleich auf. Hoffe ich mal. So, den langen Weg gewählt. Nochmal den kurzen diesmal. So, offen. Zum Glück gehen die Münzen nicht weg, wenn die Videos kommen. So, ein Spieler, damit man hier die Möglichkeit hat, die vollen Münzen zu bekommen. Okay. Fall nicht rein. Treibsand.
Und zack, zack, zack. Ja, man kriegt also pro Kill irgendwie. Ich suche dir einen Weg. Ah, nee, so, man kriegt eben so Fortschritt und darüber kann man dann. Aha. Ganz interessant. Mit den Plus, mit denen halt ist man Münzen, ein paar mehr Münzen bekommt. Also es hängt wirklich von Kills ab, aber muss sie halt eben doch richtig ansetzen. Okay. Oh, da vorne ist noch eine kleine Münze. Zack, geschnappt. Oh. Ah, alleine wird es schwer. Zack, die ganzen Münzen. Und nicht alle lohnt sich gar nicht. Zack. Ah ja, war schon klar, was da steht. Oh, das weiß ich doch, dass es geht. Brauchen sie doch nicht dazu schreiben. Jetzt haben wir einen Haufen Münzen. Wozu? Jetzt hat noch kein aktuell richtiger Grund. Beziehungsweise, warum haben wir es kaputt gemacht? Das meine ich im Endeffekt auch. Stark. Und drin gibt es mal wieder ein paar schöne Teile zum Bauen. Und das hier können wir auch noch kaputt machen. Zack. Um das maximale Münzen rauszuholen. Sind immer nur blöd, wenn man die ganzen Münzen liegen lässt. Ah, ich muss die irgendwie alle holen. Das ist so ein kleines Verlangen von mir. Aber wenn ich wahrer Jedi hab, dann habe ich nicht mehr so hartes Verlangen. Aber naja, das ist auch unser Ziel, das Spiel so weit wie es geht durchzuspielen und damit auch jeden Level wahrer Jedi zu bekommen. Wahrer Jedi zu bekommen ist jetzt nicht unbedingt so schwer. Aber man kann natürlich auch mit Speed spielen und dann lässt man das mit den ganzen Münzen halt weg. Lässt man die halt alle liegen. Aber finde ich, ist halt nicht so der Sinn der Sache. Ich finde, man sollte es wenigstens einmal richtig durchspielen, das Spiel. Dann kann man das gerne auch anders machen. Gerade fürs Let's Play. Finde ich, sollte man das auf jeden Fall machen, richtig durchspielen. So. Danke, 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 sehr schön. So. Ah, das war ein Fehler. Ich dachte nicht, dass da runtergeht. So, hier nochmal schnell. Okay. Okay. So, gehen wir hier mal rüber. Komme ich jetzt rein? Ach so. Nehme ich den und mache das denn da und dann gehe ich da irgendwie rein und dann wird es schon funktionieren. Das ist ja auch ein interessantes System. Weder, dass wir sie reiten? Gute Idee, BB-8. Bleib in der Nähe. So. Ja, schon wahrer Jedi haben wir diesmal erstaunlich schnell, muss man sagen. Aber wir haben uns auch sehr, sehr gut darauf fokussiert. Oh. Kaltmann sollten wir Tiere vielleicht nicht. Für den Sinn der Sache. Aber die sollten wir vielleicht kalt machen.
Reitend. Und damit konnte man das jetzt aufmachen. Ruhig Blut. Sehr schön. Immer wieder ordentlich Münzen. So. Danke, den will ich haben. Oh, sehr schön. Münzen ohne Ende. Da geht's raus. Oh. Sehr schön. Wahre Jedi sind noch ungefähr 2,5 Balken von 10, glaube ich. Jetzt konnte ich gar nicht so schnell zählen. So. Okay. Kommen wir hier rein? Auch mit dem Viech. So, damit wir einfach den besseren Durchblick haben. Und nochmal ordentlich Geld bekommen. Vor allem natürlich Geld. Und der Sinn dahinter, hier schön viel Kohle zu bekommen. Den Tipp brauchen wir nicht mehr, will ich. Na gut, kommt nichts mehr raus an Geld, schade. Oh, ist echt nicht mehr viel, was, was wahre Jedi angeht. Ich könnte jetzt ausrechnen, wie viel Münzen wir noch brauchen, aber. Eine Zeitverschwendung. So. Boah, nerv nicht, du kleines Vieh. Sehr schön. So. Okay. Und da drunter. Und echt nicht rausgeprügelt, ist ja blöd. Schade, wäre ich jetzt, hätte ich jetzt Luke, dann könnten wir schön den Dings befreien. Den Droiden. Die ist wahrscheinlich eine R2-Einheit, oder? Nee, sieht nicht nach einer R2 aus. R2 ist, glaube ich, oben rund, oder? War es nicht so? Das da hinten ist eine R2-Einheit. Wahrscheinlich kann man teilweise Charaktere nur freischalten, wenn man eben andere hat. Das müsste eine R2-Einheit sein, das andere glaube ich nicht. Das hätte auch. Sieht das auf? Na gut, dann halt nicht. Schade. Hätte ich gern gehabt. Ist das eine R2-Einheit, die da unten rumschwört? Muss auch nicht sein. Ich bin mir da echt nicht sicher. Wenn ihr Ahnung habt, was der Unterschied zwischen R2-Einheit und halt einer R2-Einheit ist, schreibt es bitte auf jeden Fall mal in den Chat. Wo ist denn das Tier schon wieder hin? Hier, zack.
Oh, es ist langsam. Und BB-8 muss sich nicht selber bewegen, das machen wir für ihn. Haha, jetzt muss er nachrollen. So, ich denke, daran ist so ein kleines Teil drin. Ja, nur wenn es leuchtet, ist sowas dran. Sehr schön. So, das hier werde ich wahrscheinlich auch nicht hochbekommen, oder? War nichts drin. Hat nur geleuchtet. Auch interessant. Auch ein System, das man nicht verstehen muss. Achso, wir brauchen das Viech doch noch. Ich glaube, Finn hat zu großen Respekt vor. Doch, der springt da ganz easy, springt da rauf. Mal gucken, ob er mit denen das Ding da hinten aufbekommt.